Vorhang auf für Let's Play Super Mario Bros. 3! Endlich spiele ich auch das 8-Bit-Original vom NES. Viele werden sagen, hey, warum nicht die 16-Bit-Variante von Mario All-Stars? Sieht so viel schöner aus. Da mögt ihr recht haben, ja? Aber eben dieses Remaster vom SNES habe ich halt schon häufiger Let's Played. Die 8-Bit-Version noch nicht. Und wir machen ja quasi die originale Mario-Serie vom NES in originalen 8-Bit, ne? Nach Super Mario Bros. 1 und The Lost Devils bräuchte ich erstmal ein Päuschen, ja? Aber wir haben vor nicht allzu langer Zeit SMB 2 gespielt und jetzt gibt's den dritten Teil, dann ist die Serie komplett! Wunderschönes Spiel, vermutlich das beste NES-Spiel, das es gibt. Aber eins gebe ich euch, was ich hier ein bisschen komisch finde, ist, dass der Titelbildschirm, ne, alles was wir jetzt sehen, eigentlich gar keine Hintergrundmusik hat. Das ist so leise, ich lasse es jetzt mal raus. Eben gerade habe ich euch nämlich einfach die von Mario All-Stars eingefügt, die Musik, weil sonst kommt da keinerlei Stimmung auf. Ich weiß nicht, warum die das so gemacht haben. 1988 in Japan, 1989 in Nordamerika und im August 1991 in Europa rausgekommen. Ja, also wir mussten länger warten. Ich glaube, deswegen haben wir Europäer wirklich auch wenig Bezug zu diesem Spiel, weil es konnte sich bei uns gar nicht so krass verkaufen, hatte ich das Gefühl. Freunde, Player One Game und los geht das. Es gibt eine Welten... Oh, so viele Neuerungen, ne? Also unser Schöpfer Shigeru Miyamoto, der war ja stolz auf sein Werk, ne? Der hat einiges erreicht, ne? Super Mario Bros. War weltweit ein Ding. Und mit dem zweiten Teil gab es ja bekanntermaßen ordentlich Hickhack. Ne? Ich hab's euch erklärt. Schon damals hatte das Nintendo und Miyamoto satt und deswegen hat er sich hingesetzt und einen dritten Teil geliefert, der weltweit gleich sein sollte. Und das war er auch natürlich. Und so viele neue Ideen. Ich glaube, in Jump'n'Runs vor allen Dingen gab es damals sowas wie eine Weltenkarte überhaupt nicht. Level 1-1. Es ist das bewährte Mario-Spielprinzip, ne? Also das Gameplay brauche ich euch nicht erklären. Für damals war es neu und erfrischend. Hier Wiedererkennungswert mit Fragezeichenblöcken, die Münzen oder Pilze beinhalten, Goombas und Koopas, aber wir können jetzt auch tatsächlich den Koopa-Panzer nehmen und für unsere eigenen Zwecke missbrauchen. Hier gibt's ein neues Power-Up, den Tanuki, der schwänzelt die Gegner weg. Paragoomba ist auch neu, gab's vorher nicht, in SMB 1 gab's nur diese Paracoopas, ne? Und wenn wir die Rennanzeige unter Pi voll machen, dann können wir als Tanuki auch fliegen. Oder wie es damals in Deutschland genannt wurde, der Waschbär. Denn man kannte keine Tanukis so wirklich in Europa oder in Deutschland. Ja, und vieles davon ist von euch, ne, ihr kennt es in- und auswendig. Habt ihr alle schon mal gesehen? Ich erkunde ein bisschen, ne? Das erste. Ich kann leider keine Items stacken. Gibt nur Punkte. Aber wenn ihr euch mal auf der Unterschied von SMB 1 zu SMB 3 ist halt auch enorm. Hier ein P-Switch. Der verwandelt Blöcke in Münzen, jawohl. Und dann ist auch schon das Ziel da. Das sieht ein bisschen anders aus, das hat sich so nicht durchgesetzt. Das können wir auch nochmal besprechen bei Zeit. Aber jetzt erstmal auf der Karte geht's weiter, richtig. Ein M zeigt an, dass wir das gelöst haben. Im Zweispieler-Modus ist auch da, was Luigi gelöst hat. Ein L, wir wollen ja nicht vergessen, das heißt ja Super Mario Brothers, also die Brüder. Und hier ist ein Schloss. Und für das Schloss zu öffnen, brauchen wir die Burg. Das heißt, selbst wenn wir resetten, sobald wir das Schloss geöffnet haben, bleibt das da. Das zweite Level, gekennzeichnet durch eine wunderschöne 2. Epischen Athletic Soundtracks, da kommen die Gegner aus den Röhren raus. Wir können rutschen, all solche Sachen. Man vergleicht immer Super Mario Bros. 3 mit Mario World und ja, die Geister scheiden sich, was besser ist. Natürlich ist Mario World besser, die Frage stellt sich ja eigentlich gar nicht. Aber dass überhaupt SMB 3 mit Mario World konkurrieren kann, obwohl das ein anderes System ist, das finde ich halt schon krass und ehrenwert. Ne? So, jetzt warten wir hier. Wenn der P-Switch sich wieder verwandelt, kriege ich doch diese Münzen. Was tun wir nicht alles für Münzen? Denn 100 geben ein Extra-Leben. Und Extra-Leben ist ja wohl der heiße Scheiß. Das ist die Möglichkeit, dass wir das Spiel beenden können. Eigentlich war ich der Meinung, ich bin auf den drauf gesprungen, aber ist in Ordnung. Notenblöcke ebenfalls neu. Kann auch Stuff rauskommen. Und hier wird gerutscht. Den kennt man auch, ne? Den kennt man auch. Aber selbst damals wird den Leuten aufgefallen sein, irgendwie ist nicht von den Gemüse rausrupfen aus dem zweiten Teil nicht mehr viel übrig. Also viele Wurzeln des ersten Spiels, natürlich, wir kennen auch die Gründe, sind wieder vertreten. Es gibt auch viele Geheimnisse im Game, ne? Also vieles, das sich erst so mit der Zeit rumgesprochen hat. Oh, guck mal hier, der Hammerbruder. Ne, ist ein Bumerangbruder. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied.
richtige Felsformation. Aber Shigeru Miyamoto hat sich alle Mühe gegeben, ne? Das NES auszureizen, wie es nur geht. Ich finde ja, Kirby's Adventure schafft es noch besser, aber Kirby's Adventure ist halt auch erst 1993 erschienen. Als, ja, das Super Nintendo schon längst sich etabliert hatte. Deswegen, das hatten viele nicht mehr auf dem Schirm. Aber das hier war so das große letzte Highlight, muss man sagen. Okay, Geheimnisse. Ihr wisst, worauf ich schon aus will, ne? Unter anderem, ne? Das fand ich auch beeindruckend als Kind. Ich habe das als Super Mario All-Stars auf dem Super Nintendo gespielt, das ist klar. Alle weißen Blöcke, die so aussehen, ne? Nicht die grünen, nicht die blauen, nicht die roten, nur die weißen. Drückt ihr lange genug nach unten und ihr fallt in den Hintergrund, seid hinter den Blöcken, hinter den Büschen und auch hinter dem Ziel. One tooth on this whistle will send you to a faraway land. So, da kriegen wir nämlich, das ist auch geil, wir haben ein Inventar. Wir sammeln Items. Ja, das ist die Flöte. Und die behalten wir uns das ganze Spiel über. Dankeschön. Wo man auch Items bekommt, sind die Toadhäuser. Pick a box. It contents will help you on your way. Die goldene Mitte. Jetzt haben wir einen Pilz. Und wir können eben auf der Oberwelt auf dieses Inventar zugreifen und jederzeit etwas daraus greifen. Ich erkläre es nur mal für die Leute dazu, die vielleicht explizit dieses alle Mario-Spiel nicht kennen. Ja. Warum nicht, ne? Dass man an die Grenzen des NES gekommen ist, hier Scrolling-Level. Ich glaube, die Erfindung des Scrolling-Levels oder zumindest die Etablierung im Mario-Franchise, der Scrolling-Level, fand ja mehr oder weniger hier statt. Das ist das erste seiner Art. Das ist der Pionier. Toll. Self-Scrolling, versteht sich. Aber ihr wisst doch, was ich meine. Ja, die Level sind aber riesiger Umfang. Sehr viele unterschiedliche Level. Einfallsreiche Ideen. Manche Level sind auch nicht so pralle, ne? Das muss man zugeben, aber dafür sind es halt auch eine Menge. 8 dicht gestaffelte Welten. Und ein großer Spaß. Achso, ja, am linken und rechten Rand, vor allen Dingen, wohin man scrollt, sieht man diese kleinen Pixelfehler. So, das liegt aber nicht irgendwie an der Technik. Ja, schon an der Technik. Auch das NES. Also ich habe das auch schon original auf NES-Hardware gespielt und da sieht es genauso aus. Eine Sache, die mich stört. So, mit dem Ziel erkläre ich euch jetzt mal. Wir haben unten rechts im Inventar diese drei Felder, die sind halt nur für das Ziel da. Wenn ich jetzt zum Beispiel 3 Sterne hätte, das ist jetzt Zufall, Wahrscheinlichkeit von 33%. Hat nicht geklappt. Dann würde man mehr One-Ups bekommen. Hier kriege ich jetzt nur 1, wenn man 3 Level quasi abgeschlossen hat. Ja, und für 3 Pilze, 3 Blumen, 3 Sterne. Ist klar. Also viele kennen das vielleicht auch von Mario Maker. Mario Maker 1 und 2, da gab es ja auch den SMB3-Stil. Der sah ja so aus. Nur eben ohne technische Querulenzen. Line up the pictures and get a prize. You only get one try. Ja, Roulette. Wir können den Pilz anreihen, schaffen wir das. Spannung, ne? Ich bin dafür bekannt. Ich versiebe es auf dem letzten Meter. Ist das ein schöner Pilz? Immer mischt sich diese Blume ein. Ärgerlich. Und damit die erste Burg. Ja, das Schloss öffnet das Schloss. Nee, ich bezeichne diese Zwischenburgen als Burgen. Ich glaube, das ist auch die offizielle Bezeichnung. Und das am Ende des Tages ist ein Schloss. Das gehört Bowser. Hier geht es auch wieder zur Sache. Guck mal, das sind die Feuerblumen. Die kennt man noch. Die kennen wir, ne? Hat sich dann auch die Frage gestellt, was etabliert sich und was nicht? Wäre die Feuerblume danach nie wieder vorgekommen? Tja, dann wäre das ein Relikt der Vergangenheit. Man weiß es nicht. Ja, eigentlich muss ich euch das andere Secret auch zeigen, ne? Eigentlich, ich führe da keinen Weg dran vorbei. Und zwar muss ich auch nach oben drücken? Oder geht's automatisch? Jetzt drückt ihr hier nach oben. Ich mach's. Eigentlich würde ich euch den Rest des Levels auch gerne zeigen, aber das ist mir nicht vergönnt. Ich sammle die Flöten ein. Die Flöten sind die Warp Zones, Freunde. Oh, jetzt geht das aber auch nicht weg. Das ist interessant. Kann man das nicht irgendwie nochmal... Das war Mario World, ne? Hier gibt es gar keine andere Möglichkeit, das nochmal zu betreten. Schade. Damit bringe ich euch um unsere erste Begegnung mit Bum Bum. Aber dann taucht er eben später auf. Gehen wir lieber in diese Höhle. Die natürlich auch, das ist der erste quasi Remix, ne, wenn du so willst. Auch wenn man sich bei dieser Höhle auch nach draußen begeben kann. Wie episch ist das denn bitte? Guck mal, da sind auch Geheimnisse. Wollen wir die Geheimnisse mal ergründen? Da muss irgendwo unten eine Röhre sein. Man geht immer oben lang und man weiß es gar nicht.
Ja, ich habe am linken Rand aber auch ziemlich viel schwarz, ne? Das habe ich im Intro extra nochmal drauf geachtet. Ich glaube, am linken Rand haben wir Probleme. Und unten habe ich euch noch was weggeschnitten. Der untere Rand, der ist immer tot. Also da wurde ein bisschen rumgeschnippelt an den NES-Optimierungen. Das kann man nicht anders sagen. War knapp. Close call. Hier? Dann gucken wir ein bisschen. Denn ich habe auch feste Vorstellungen von der Part-Aufteilung. Ich möchte in jedem Part eine komplette Welt lösen. Ja, und da denke ich mal, die ersten paar Welten werden da wohl ein Klacks und stehen für kurze Parts, vor allen Dingen dieser. Aber damit bekommen wir auch sehr lange Parts in den späteren Welten. Ne? Schon Welt 5 ist ellenlang, Welt 6, 7 auch. Also 5, 6, 7 sind nicht von dieser Welt. Aber ich bin dafür, das einfach mal so strukturiert anzugehen. Dann ist eben die Partlänge nicht einheitlich, aber das liegt ja auch im Spiel. Die Welten sind nicht einheitlich. Das ist so das Ding. Aber was ich hier für One-Ups finde, ist der helle Wahnsinn. So, die Plattform. Aber das macht einen viel agileren Eindruck. Natürlich ist die Steuerung auch so viel besser als in SMB 1. Die Leute vergleichen immer SMB 3 mit Super Mario World. Das ist ja nicht mal dieselbe Generation. Du musst SMB 3 mit SMB 1 vergleichen. Und dann wirst du mal sehen. Ne? Dann siehst du mal den Unterschied. Natürlich bekommt man immer einen Stern, wenn man mit Volker Racho auf das Ziel zuspringt. Also wenn du es schaffst, dann immer im Vollsprint. So, ein Bonusspielchen tut sich auf, random. Es wird gespielt. Flip over any two cards in Z if they match. Miss twice and you're out. Ja, das Ding ist, man muss sich das behalten. Pflanze, Stern. One-up Pflanze. So. Das musst du jetzt merken, bis dieses Minispiel wieder auftaucht im drittnächsten Part. Ne, vermutlich im nächsten. So, dann laufen hier noch Gegner rum. Das heißt, ich muss einfach den Hammerbruder besiegen. Auf die traditionelle Art und Weise. Und dieser Stern ist für mein Inventar. Den kann ich nutzen, um ein Level damit zu beginnen. Das ist nicht so OP, wie es klingt. Und ich freue mich, dass Toad mir immer was gibt. Übrigens, welche der drei Truhen ihr nehmt, macht keinen Unterschied. Ne? Heutzutage könnt ihr Safe States beweisen. Sobald ihr das Toadhaus betreten habt, steht schon fest, welches Item ihr bekommen werdet. Egal, welche Truhe ihr öffnet. Und dann wird die erste Welt gelöst, bis auf das Schloss. Da wird nach Hilfe gerufen. Ja, übrigens, die Geschichte lautet, Prinzessin Peach wurde von Bowser entführt. So viel dazu. Aber wer ist hier? Oh, es ist schrecklich. Der König, er wurde verwandelt. Bitte findet den magischen Zauberstab, damit wir ihn zurückverwandeln können. Der König ist jetzt ein Hund, er ist ein Streuner. Oder war das überhaupt der König? Ich frag Sachen. Ja, gut, dass wir auf das Luftschiff einfach aufsteigen können. Auch das eine Erfindung von SMB 3. Luftschiffe! Ja. Das ist eine Tradition, die gab es ja auch ewig nicht. Ich glaube, erst wieder ein New Super Mario Bros. Wii? Ja, da werden Sprawling-Level groß geschrieben. Auch dass es so wabbelt und wobbelt und umher. Das macht es nicht nur, ich sag mal, realistisch zu einem gewissen Grad. Was ist denn los? Warum springt das so? Sondern das wirkt halt krasser. Krasser. Immer für den Geist von 1988 im Auge behalten. Davon reden wir. Also, ich bin da drauf gesprungen und trotzdem hat es mich getroffen. Wer wird der Boss sein? Sieben Welten? Die sieben Koopalinge. Ich glaube, es ist Larry. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil die hier echt komisch aussehen teilweise. Aber wir besiegen ihn, indem wir dreimal auf seinen Schädel springen. Ich gebe ihm den Treffer. Ist das der Magic Wand, von dem Toad sprach? Kurzer elliptischer Anfall und dann können wir mit dem Zauberstab in den Griffeln wieder zurückkehren und der tiefe Fall von Super Mario. Zum Glück hat er die Portal-Schuhe an, sonst könnte ich es abfehlen. So siehst du wirklich aus. Genauso haarig. Oh, Gott sei Dank. Achso, sagt er. Oh, Gott sei Dank. Ich bin wieder ich selbst. Ich danke dir so sehr. Hier ist ein Brief von der Prinzessin. Aber sie sind die ganzen anderen Könige. Grüße. Wenn du Geister siehst, sei vorsichtig. Sie werden dich jagen, wenn du dich ihnen abwendest. Ich habe ein Juwel, das dir helfen wird. Prinzessin Toadstool. Peach. Ah, da versteht das P
Für Peach. Ich dachte früher immer, das wäre so eine Hand. Weißt du, mit so einem ganz dicken Zeigefinger, der dann in die Richtung zeigt, aber das soll einen Flügel darstellen. What? Die zweite Welt ist eine Wüstenwelt. Ja, das hat man von Super Mario Bros. 2 übernommen. Und ich mag es auch, wie die Palmen dancen. Das macht was sehr Lebendiges mit mir. Leider können wir auch hier nicht lang. Aber die zweite Welt wird schon deutlich länger gehen als die erste. Und da ich gesagt habe, in jedem Part nur eine Welt, sind wir hier schon fertig wie ein Rettich. Aber ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Dann hoffe ich doch und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Freunde, ist der Daumen oben. Werde ich euch loben und gönnt euch Let's Play Super Mario Bros. 3. Es wird witzig, sobald die Fails regnen. Jawohl, bis dann und ciao.